zu einem neuen Platin-Run bei mir Forza. Quatsch, Forza. Wie komme ich immer auf Forza? Na ja, auf jeden Fall ist es hier Horizon Zero Dawn. Oh Gott, das fängt natürlich jetzt wieder super an. Ja, Horizon Zero Dawn heißt das Game. Ja, Horizon ist natürlich mit Forza. Egal. So, ja, Horizon Zero Dawn ist das ganze Ding. Ich habe das Ganze mal eingehauen. Natürlich wieder als Platin-Run bei mir. Ich kann jetzt leider hier im Vorfeld, vorher ging das nicht, die Trophäen zeigen, weil die sind immer noch ausgegraut. Die sind natürlich aus dem Osten Dritten da. Vermutlich. Und ja, mal gucken, ob es jetzt auch mal irgendwie klappen sollte, aber ich glaube nicht. Nö. Ne, zeigt doch nicht an. Egal. Auf jeden Fall bombe ich das Ding ja wieder auf Platin und nicht wundern wegen, was hier bei Textsprache etc. pipapo stehen bleibt. So fängt das ganze Ding an. Und das ist ja auch gleich dann so, dass es hier gleich losgeht mit einem Intro. Deswegen habe ich hier erstmal die Textsprache etc. mit anzeigen lassen. Ja, bin mal gespannt auf das Game. Dauert natürlich ein bisschen länger. Für Platin anscheinend 45 Stunden circa. Wird so grob veranschlagt, wurde aber bisher noch nicht bestätigt und ich kenne auch noch keinen, der so weit hat. Joa. Also grob kommt dorthin. 20 Stunden anscheinend die Kampagne, um durchzuballern und halt 45 Stunden für Platin. Das Problemchen ist auch, man muss die Maximallevel erreichen, was hier in dem Spiel Stufe 50 ist. Was denn und ist dir zu kalt? Es gibt auch wieder diese ganz tollen Trainings-Challenges. Wir beide müssen heute ein Ritual, ja, durchführen. Die man auch komplett abschließen muss. Da könnte es wahrscheinlich hier ein bisschen tricky wieder sein, mit hier verschiedene Knöpfe drücken oder so. Tippe ich jetzt mal. Ja. Aber egal. Dann nachher mal schauen, wie das Ganze hier ist. Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch. Nennt die Göttin ihn ebenfalls. Hä? Es sieht jetzt schon mal so ganz grob gesehen richtig geil aus. Klar, die ganzen Reviews und so sind ja auch schon alle draußen. Da haben wir es ja schon ein bisschen gesehen. Würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Ja, alles hier. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber kommt geil. Wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Ja, weg die, ja, Rainbow kommt danach. Ich habe jetzt so gedacht, weil Horizon Zero Dawn ankam bei mir. Mal hier mal eine Stunde Horizon Zero Dawn. Wasser, und dann danach. Erde. Also nach der einen Stunde switche ich um auf Rainbow Six und dann geht es auch weiter mit Rainbow Six. Ja, das kommt definitiv danach dann. Und Namen Nico. Alter. Also wenn die Welt jetzt auch so in-game bleibt, dann ist sie natürlich richtig nice. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Namen Soragen. Auch Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Hier, Chingy, doch, das kommt normalerweise am 1.3., richtig? Bei mir in meinem Fall kam es leider aus heute, sonst hätte ich es gestern auch schon gehabt. Ja gut, Post halt. Ja, aber deswegen habe ich gedacht, weil es ja gerade heute kam. Na, also hier liegt es ja, da, ne? Genau. Habe ich gedacht, mache ich jetzt mal eine Stunde. Erstmal Horizon Zero Dawn mal zum Antesten und im Game danach, ja, wie vorher schon erwähnt, gibt's Rainbow Six weiter. Die Spiele habe ich ganz normal, also das hier in dem Fall jetzt von Spielegrotte.de. So, die sind auch immer relativ fix hier, was sowas betrifft. Und es haben auch mittlerweile schon etliche Spieler das Game. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Seid für die Verkündung bereit. Ja. Los! Alter, okay. Also ich hoffe ja echt mal, dass die Grafik so bleibt. Dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen.
auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! Ach ja, Namensschimmel. So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Hä? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du? Lol. Den Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der Nora, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Also die Tante hat doch wohl gerade einen Arsch offen gehabt hier. Alter Falter, scheiß die denn zusammen. Von Liebe war nie die Rede. Naja, genau. Oh Mann. Naja. Ah, okay. Ganz mal Zielmenü. Ich dachte, es geht gleich instant weiter. Genau, deswegen habe ich auch mit der Textpassage angefangen. So. Ja, das Game kam ganz normal per Post. Aber ich werde auch nicht groß viel spoilern, nur die erste Stunde, die ja teils auch schon online ist, bei YouTube zum Beispiel. Gibt es ja hier die ersten 60 Minuten Gameplay, etc. Okay. Ne, das nicht. So, was kann ich denn hier einstellen? Normal, schwer, sehr schwer, einfach. Normal, schwer. Gut, ich habe keine Ahnung. Soweit ich es weiß, gibt es keine Schwierigkeitsgrad-Trophy. Wenn doch, dann werde ich das hier erstmal verkacken. Obwohl, lass mal einfach mal normal drin. So, Brotkrümel-Navigation. Ach genau, hier, so Jäger, nachher, so in einer guten Stunde geht's dann los mit Rainbow Six, ne? So, by the way. Ne, mach mal das Hut auf immer ein. Ja, das durfte eigentlich alles passen hier. Ja, Untertitel passt auch. Ja, 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 doch. Das durfte passen alles. So, so ist Deck. Ja, genau, können wir jetzt wieder normal, alles klar. Ach, guck mal, 6 Jahre später. Aloy! Ach genau, so by the way, das ist nicht die PS4 Pro, ne, sondern alles nur ganz normal auf PS4. Das ganze Ding hier, weil die Frage würde ja eh gleich dann irgendwann kommen. Ganz normal PS4. Und auch jetzt schon Patch 1.02, direkt zu Vor Release. Du hast meine Bären. Schickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Hä? Die Ausgestoßene ist zu meiden. Ja, lol. Hä? Was soll denn der Quatsch für die Ausgestoßene? Komm schon. Moin, Vincent und Holger. Das könnte wir tun. Ob ich das jetzt schon spielen kann, ist einfach. Disk einlegen, installieren lassen, starten. Ja. Kam ja heute. Das ist aber normal, ne, wie gesagt. Seit gestern ist das Ding hier im Umlauf bei Online-Versandhändlern. Hört mich nicht. Ja, und da das Embargo am 20. aufgehört hat. Na, kann man das auch schön zeigen. So, ein Geschenk aus der Vergangenheit. Neue Hauptquest. Okay. Ah ja, Quests sind schon mal gut. Das freut mich schon mal. Alter. Rat
Zwei. Also. Klettern geht nicht. Die Grafik kommt geil. Das muss man so sagen. Wie gesagt, nur auf PS4, nicht die Pro. Aber selbst hier auf nur PS4 in Anführungszeichen sieht das Ding echt geil aus. So, warte mal. Okay, X ist hüpfen, ganz normal. Geh in die Höhle hinein. Ja, geil. Fängt schon wieder super an. Links, rechts. Wow. Okay, also die Steuerung ist alles andere als langsam. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Was hier? Oder was? Ah, doch. Ah, vier Ducken aufstehen. Okay, kann sich auch hinlegen? Nö, ne? Nee. Nee, das geht nicht. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Hm. Warte mal, klettern hat sie doch vorher erwähnt. Geht es hier irgendwie? Wenn ja, dann habe ich keinen Plan wie. Hm. Lol. Rost sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Nice. Aber er ist nicht hier. Ja, typisch Kinder. Warte mal, wenn die jetzt da ist, 6 Jahre später, dann ist die jetzt ungefähr 6,5, ne? So circa. Genau, 6 Monate Benamungsgebung plus 6 Jahre, ja, 6,5. Ja, genau. Okay. Ich weiß natürlich nur nicht, ob das hier stimmt. Geh in die Höhle hinein. Sollte aber passen. Da vorne ist irgendwas. Was ist das? Ein Topf, da glänzt doch etwas. Okay. Jetzt kommt's, der Bogen. Oder so weiter, ne? Nö, doch nicht. Ein Fall. Oder auch nicht. Oh, Platin einfach. Anscheinend 45 Stunden ist Platin, wurde auch noch nicht bestätigt. Es geht, ist ja nur sowas, aber ich kann es ja leider nicht zeigen, weil die Trophäen hier noch deaktiviert sind bis zum 1.3. Was heißt deaktiviert? Also ich sehe es halt nicht in der Trophäensammlung. Gibt nur sowas hier wie erreicht Stufe 50 als Maximalstufe. Okay, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Dann die ganz normalen Story-Quest-Missions. Und halt das Schwerste, was ich mal decken könnte, wäre zum Beispiel gerade sowas hier, dass halt bei den Dinosauriern in einem Kampf mal alle Waffen zerstören musst. Und oder auch diese Trial Challenges. Also da gibt es wieder hier so komische Prüfungsherausforderungen. Ja, die musst du halt abschließen auf Goldwertung oder irgendwie sowas. War das. Wie macht es das? Was ist das? Schalte Fokus, wir drücken von R3 ein oder aus. Ah. Okay, warte mal. Ach, da habe ich jetzt in dem Fall kein Zielvisier. Und so schon. Lol. Aber dann kann ich... Ah, dann geht Rennen nicht mehr. Ah, alles klar. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Vorhin das Gerät, um den Raum zu scannen. Wie denn mit X? Nee. Bunkertür, Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Was? Aha. Ach so, warte mal. Das geht da hinten lang. Da ist so ein Ding da, verstärktes Platinkabel. Muss ich da hin, ne? Es hängt mit der Tür zusammen. Ja, halt das Ding da hinten. Okay, warte mal. Holo-Schloss, alter Falter. So, also so halb in der Vergangenheit und halb gewaltig in der Zukunft. Boah. Ja, das Ding da. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Okay. Okay, kann ich hier nach wie vor nur scannen. Okay. Gehen im Uhrzeigersinn, keine Ahnung. Oh. Ein Farbwechsel. Yippie. Kehre zur Tür zurück. Jo. Wenn da zur Welt wird, sich gerade einfach. Ein Farbwechsel an der Tür.
Nice. Okay. Was ist denn das hier? Ist aber auch geil, wenn das Ding aktiviert, leuchtet hier das Teil dann im Ohr. Hä? Was ist denn das? Also machen kann ich da erstmal nichts. Nö, nö, nö. Was ist das? Meinst du, mir gefällt das? Ach, Datenpunkt. Genau, das Zeug müsstest du schon auch einsammeln. Na, das übliche halt, so Sammeldinger. Genauso wie zwei, drei seltene Pflanzen und sowas sammeln. Ja. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Und maximal hochleveln. Also ja, die. Die Fertigkeiten etc. Pipapo, alles am Maximum. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Oh, what? Ah, Soundtrack für mich, servus. Finale Ausweg, oh mein Gott. Gibt es sonst irgendwo was? Naja, Moment, da ist wieder so eine dämliche Tür. Sehe ich jetzt aber erstmal noch nichts, ne? Ach lol. Ja, geil. Durch die Lücke zwecken, super. Oh Mann. Gut, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob da irgendwas verpassbar ist. Moment mal. Gehen wir gerade erstmal dahin. Weil hier gibt es ja jetzt so ein tolles Symbolchen. Ist jetzt auch wieder scannen oder was? Ja. Na dann. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber... Was ist das hier? Ah, die Null. Ah, okay. Für Osten. Hä? Gut, schon mal die ersten Dinger auch noch mit eingesammelt. Ich weiß ja nicht, ob wir da später überhaupt noch hinkommen wieder. Deswegen hier gleich mal einsammeln. Zum Glück wird es angezeigt auf der Karte. Also hier auf dem Dings da oben. Warum sind sie hier gestorben? Ach du Kacke. Was ist passiert? So. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Ah, halt. Es war auch einer. Heißt du Maria. Okay, man kann also definitiv auch durch Wände scannen. Das ist auch schon mal nice. Gut, also wenn es so bleibt, dass die angezeigt werden, dann ist natürlich hier das relativ simpel, ne? Die ganzen Dinge einzusammeln. Muss ja nur ab und zu sich mal im Kreis drehen, dann sieht man eigentlich schon alles. Ja, komm, machen wir auch das hier. Ist das alles, was ich brauche? Weißt du? Er ist da. Du hast ihn nicht gefunden. Da ist er, der Papa. Hier unten. Ich komme. Ich. Lol. Ups. Okay, es ist schade, dass er wieder abbricht, zu reden. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Lol. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das nicht da unten? Nein. Nice. Los, gib es mir. Nein. Aloy. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Oh,
allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Yeah, Tutorial. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch hinkriege, ja, dass ich ja die auch größer sehe. Ist doch nur ein Ohrring. Jo. So ungefähr. Nice. All diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Diese Formen. Bogen ist hier ins Gesicht. Bow. Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Oh Gott, jetzt geht's los. Ha, was natürlich mir lieber wäre, wenn die Kamera sich noch heute nach hinten versetzen lässt. Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Hä? Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Okay, das ist einfach. Das kriege ich hin. Höp. Ah ja, gut. Far Cry technisch. Jetzt isst die Beeren. Was? Essen? Ah. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Alter. Sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Kommt echt gut. Normalerweise. Ja, links oben ist ja mein Level-Up-Balken und so weiter. Kann ich das denn? Ja doch, das geht auch, ne? Moment, ich renne einfach kurz nochmal hin. Höp. 20% Gesundheit zum Medizinbeutel hinzugefügt. Ah. Plus abwärts ist eine Maschinenherde. Umso voll, umso mehr regeneriert der, oder? Ja, das ist der grüne Balken da drunter. Müsste das sein. Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Hm. Eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Was? Das Ding im hohen Gras macht dich für arglose Gegner unsichtbar. Okay. Da. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Zuletzt kriege ich Lust auf Last of Us 2. Oh ja, das auch. Musst ihren Blick auch schon längst vorbestellt. Wenn du es überleben willst, ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduldig und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Der ist aber darunter. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Hä? Warte mal, geht das? Kann ich die scannen? Ah, hier. Tue 5 Wächter. Ah, nice. Neue Maschine, Wächter. Ziel markieren ging da gerade auch mit R2. Moin, Seval. Und da. Oh Gott. Da Kika? Ja, so ungefähr. Sorry mal, wenn ich es falsch umspreche. Warte mal, wie geht. Ja. Spur markieren. Ah, ja. Ziel markieren. Ah, mit dem Feld dann oben drüber. Okay. Nice. Was? Keine Angst wegen Banner, also Accountsperre. Wozu soll das gesperrt werden? Embargo war 20.02. Ne? Das war vor 5 Tagen. Das Spiel ist freigegeben. Sie haben dich nicht bemerkt. Huch. Ah, nice, eine Rolle. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Okay, nice. Nee, das ist normal PS4, nicht Pro. Also für das, dass normal PS4 ist, muss ich echt sagen, sieht das Ding trotzdem arschgeil aus. Ne? Also, na toll.
kann man eigentlich sagen. Aber das ist nur ein Normalpässier. Wer ist das? Ignoriere ihn. Also selbst sogar die uralte, warum nicht mal das Limb. Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Oh Mann. Kann man sich mal die Wächter da angreifen? Oder so? Gut. Reinholz. Ah, Reinholz mal 4. Warte. Was haben wir? Also kann man es gut vergleichen wie mit Uncharted-Grafik. Diese nennt man Läufer. Ja, so ungefähr, ja. Das ist halt Guerilla Games, ne? Das magst du halt. Also. Jo, also grob kannst du es ungefähr sagen. Ha, rennt! Warum hast du sie verjagt? Hä? Um dir zu zeigen, dass manche Läufer aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Oh, jede Menge Einsammelzeugs. Weg da. Und Stein. Möchte na toll. Ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Ach ja, okay, ja, muss ich eh machen. Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Auch gerade erzeugt mich runter gerade die Welt. Gefühlt brauche ich eine Stunde durch die Map. Okay. Gut. Ja, das genau klingt ja so. Schon mal nice. Die reichen. Folgt mir. Ach, trotzdem mal lieber hier ein bisschen was mehr einsammeln. Also der Beutel braucht aber gewaltig lang, bis der mal maximal wäre. Das ist generell immer nur 20% bei den Kräuterchen hier. Ne, 15. Okay. Hör auf zu trödeln. Ja, ja, ja. Hör auf zu trödeln. Hallo, ich bin 6,5 Jahre altes Kind. Was soll ich denn da hier? Mann, oh Mann, Mann. Aloy. Ja, ja. Mann. Da ist die Erde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt, du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Was? Normalerweise am Montag gab es jetzt nur offiziell. Aha. Also wenn bei mir ein Embargo endet am 20.02. für Reviews etc. Bibapo, dann endet es bei mir 20.02. Auf einen Stein zu mir. Das ist das offizielle Statement. Und wenn das so ist, dann mache ich das. Weil ich spiele das Spiel nicht komplett durch über Stream, ne? Also sprich, Embargo darf es ja halt hier nicht das Ende zum Beispiel hier spoilern etc. Ja, von daher geht das. Da brauchst du keine wirkliche Erlaubnis. Wenn Embargo da endet, darfst du es zeigen. Außer halt, du zeigst es zu Ende. Dann wird es eher kritischer. Wirf einen Stein zu mir. Auf das Ziel auszurichten. Aha. Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. So, oder was? Lol. Kann ich jetzt runter? Ja, ne? Nee, oder? Nee. So, komm, jetzt ist es sicher. Ah, okay. Höp. Au. Okay, das soll ich völlig lassen. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Was halten? Okay. Metallscherben und Draht. Alles. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Jupp. Oh. Ah ne, das sind ja die, die dann eh wegrennen. Okay, alles klar. Das, weil heute Leute gebannt worden sind. Lol.
Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Okay, wie viel muss denn da? Sehr schnell alle, oder was? 20, ne? Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Naja, na, mit der Couchsperre. Also, ich kann mir eigentlich schier nicht vorstellen, weil, wie gesagt, 20.02. war das Review-Embargo vorbei. Da darf sie das zeigen. Wie von woher sie das googeln? Zero Horizon Dawn Embargo. 20.02. Genau. Und so, ob ich jetzt die Reviews nur als Video mache und auf YouTube hochlade oder nebenbei streame, kommt aufs Gleiche raus. Also, das Ding ist bei beiden Varianten öffentlich, von daher gibt es keinen Sinn mit der Accountsperre. Da müssen die dann, wenn das Ende gezeigt haben oder sonst irgendwas gemacht haben. Also. Aber auch schwache Maschinen können jeder töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Die Augen. Kennst du noch eine? Ah, na, Morakul Rico. Und relax. So, drücke R3 und scanne den Läufer. Alles klar. Was ist das? Lohe-Behälter. Die Schwachstellen, aber wie soll ich denn das machen? Ich stand gerade so irgendwas dran mit Schwäche. Wie habe ich denn das gemacht? Auf seinem Rücken. Ach, lol. Ist das dein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Hab gegoogelt, du darfst streamen. Ja, sag ich ja. Embargo 20.02. war Feierabend. Das war irgendwas um 9 Uhr amerikanische Zeit, irgendwie sowas. Morgens. Also, 25.02. ist definitiv Embargo auf Deutschland weg. Hey, warte mal, wie sieht der automatisch an? Nö, hier nicht. Da auch nicht. Ja, minimal, okay. Minimale Zielhilfe hast du. Aloy, weiter feuern! Lebt der noch? Weiter ja, feuern! Jetzt immer. Okay, nice. LOL! Yippie! Also, halt, falsche Taste. Ja, wieder alles. Immer alles mitnehmen. Hippie. Toll. Ich kann auch hüpfen, ja, alles geduckt. Guck mal das an. Die meisten, bei den meisten Games steht man dann danach. Der Junge, der auf den Kriegerpfann. Hä? Komm, Aloy, schnell. Das ist auch nice. Moment, da gibt's noch mal was. Moment. So. Alter Falter. Ah, Psychosebraut, servus. Ja. Und die habe ich ja schon lange nichts mehr gehört. Oh, ja genau, normal hier PS4 zu PS4 Pro, so große Unterschiede sehe ich da immer auch immer nie, wenn ich da die verschiedenen Varianten angucke. Also, pff, lohnt sich das erst bei mir in meinem Fall, wenn die normale PS4 abraucht, dann werde ich mir die PS4 Pro holen, ja. Aber so, ne, sehe ich da jetzt momentan keinen Bedarf, da große Pro zu holen. Tja. Ich freue mich auch schon auf das Spiel, aber muss auch bis Mittwoch warten, habe ich die Präsenz auch vorbestellt. Ah, okay. Ja. Das mache ich gerade wegen dem Grund schon lange nicht mehr. Oh oh. Jetzt mal gelb ist ja nur aufmerksam und rot ist Angriff, wa? Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ja, dann los. Schätze, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Oh, doch nicht los. Sind ein bisschen viele. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Aloy. Ja, geil. Jetzt hat er den Bogen in der Hand und mich putzt es da runter ohne irgendwas. Oder auch nicht.
Was? Wie lange streamst du das Spiel denn schon? Seit 35 Minuten und 25 Sekunden. Schmarrn, 30 Sekunden. Also ist noch relativ sehr am Anfang. Oh, oh. Hau ab. Oh nein, hau ab. Nein, 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 nein. Scannt der das Ding jetzt? Ja, ne? Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Lalalala. Ich muss mich nicht sehen. Hep. Was die... was die Klammermarkierungen rund um das Auge zeigen an, wie viel Lärm du machst. Ja, in dem Fall jetzt gar keiner. Hau ab. Muss ich jetzt da lang? Nee. Oh Mann, ich hasse Schleichen. Scheiße da. Ich muss vorsichtig sein. Geht das mit Wasser? Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ja, das könnte ich theoretisch jetzt die Spur anzeigen lassen, aber ich meine, so geht's ja auch, ne? Höp. Fast geschafft. Die Rolle ist echt praktisch. Vor allem scheiße schnell, das ist immer gut. Oh, ich hüpfen. Moment, das mache ich gerade mal hier. Ah ja. Tatsächlich, das ist echt ein Wendepunkt. Lol. Nice. Nice, nice, nice. Huh. Da ist er. Ist hier noch ein anderes Viech? Nee, ne? So. Was? Da geht auch das Streamen. Wirst du nicht deswegen gesperrt? Nö, hat gerade eben hier Schindler zum Beispiel gerade geschrieben. Ich weiß noch nicht, ob du das gelesen hast. Das ist freigegeben. Seit dem 20.02. Eigentlich. Außer du spoilerst das Ende. Spoiler ist natürlich scheiße. Das solltest du vermeiden. Deswegen werde ich jetzt auch nur die erste Stunde zeigen. Hier in jedem. Auch unter anderem, weil die Kollegen hier, die jetzt hier in YouTube zum Beispiel auch noch mitschreiben. Oh oh. Rainbow Six wieder mit mir Daniel Mollen. Deswegen hier auch nur eine Stunde. So, den kann ich doch eigentlich erledigen, oder? Oder soll man das eher nicht machen? What the fuck? Hau bloß ab. Gut. Ach ne, wie soll ich den erledigen? Haha, ich habe ja meinen Bogen gar nicht. Na okay. Hat sich erledigt. Hau ab. Oh, geh weiter. Passt. Ah, da ist er ja. Jupp, nice. Pling! Oh, die erste Trophy hier. Nice. Ja, also, fast Platin, ne? So, haben wir hier 38 Minuten. Ah, nice. Also, ist es kein Spielzeug. So, okay, was? Gestern wurden die Leute halt noch gesperrt. Warte. Okay. Urmutter beschützt es. Beschütze euch beide. Kalu, habe ich gerade eben schon ein paar Mal erwähnt, kann ich mir schien nicht vorstellen. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Oh. Ja, wie gesagt, deswegen nur eine Stunde, na, weil danach hier Rainbow Six, Rainbow Six Siege weitergeht mit den anderen Leuten. Mutterlos. Ja, weil wir das ja da weiter darin wollten, haben wir ja gestern auch damit angefangen. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Puh. Okay, klar, theoretisch gesehen würde ich natürlich gerne weiter daddeln, aber ja, das andere muss auch mal fertig werden. Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Scheiß aufs Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ja, der ist eh ab, oder? Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte.
nicht, Mutter! Gute Reaktion. Muss jetzt Kinder abschießen oder was? Oh, nö. Entscheidungspunkte. Was bietet Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen? Wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Aha. Wähle die Faust, dann stellt sich Aloy die Herausforderung direkt. Wähle was? Gehirn. Oder sowas. Da. Okay. Was? Schlag ihm den Stein aus der Hand. Ja. Oh, schade. Na toll. Aloy, das geht nicht. Oh doch, das geht. Ja, wenn du das Spiel nur einen schießt, bist du auf der sicheren Seite. Ja, das sowieso. Ja. Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Was? Ab wann darf man mit dem ganzen Spiel rechnen? Ja, also... Und die Schwammmütter, wissen das ist ja generell so bei Release von dem Game, also sprich so außer Dritter. Da darf es theoretisch aber gesehen sogar mit Ende zeigen. Aloy, weil sie da ganz normal hier im Handel erhältlich ist. Aber wie werden sie damit und ja, dann gilt ja die ganz normale Ladungsöffnungszeit, also meistens 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens, sowas um den Dreh. Ja. Aber vorher könnte es natürlich Probleme geben. Viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Ja. Das ist eigentlich als einzige Wichtige. Man muss einfach immer nur gucken, ob das Embargo weg ist. Der Initiationsritus jedes Jahr, die ihn bestehen. Und sobald das weg ist, kann man es eigentlich zeigen. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja. Solange man natürlich nicht spoilert. Also sprich, das Ende zeigt bei Games. Dann mache ich es. Genau. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Zu Speckisse. Ja, schade, dass man das jetzt nicht selber spielen darf. Aber die ist ja immer noch gleich alt, ne? Oh oh. Bam. Ne, bis zum Ende schaffe ich es auf keinen Fall heute. Wie denn auch? Geht gar nicht. Nö, nö. Okay, schade, da für jeden Fall hilfreich. Auch kein Eck, ne? Wie gesagt, immer nur Spieletitel plus das Wort Embargo dahinter googeln. Ja, dann wenn du einen Termin findest, dann darfst du es auch zeigen. So einfach ist das. Oh, es hat das Ende, wie gesagt. Das Ende aus bei, dann, wenn man es ganz normal im Laden kaufen kann. Also zwischen 9 Uhr und 10 Uhr am Release-Tag. Dann kannst du ja auch die letzte Folge das Ende rausklatschen. Ohne Probleme. Alter. Ja, genau. Ah, und zack, groß. Also längeres Spiel soll es anscheinend nicht sein. 20 Stunden für die Kampagne, dass du durch bist. Also das heißt Kampagne, die Story 20 Stunden. Ja, und 45 Stunden ist Platin. Aber ja, aber bisher bloß, wo waren das hier bei
auch bei Neograph oder irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwo habe ich das gelesen, ist auch nicht bestätigt worden, die 45 Stunden. Aber ich denke mal, so roundabout drauf sehen kommen. Also so arg lange wird das Game nicht. Das ist halt typisch Singleplayer halt, ne, sag ich jetzt mal. Das ist ja, kann man ja nicht allzu viele Sachen machen, wie gegenüber noch irgendwelchen Online-Trophies oder so, mit, was ich, erreiche Rang 100 oder so. Jetzt ist er weg. Rost? Rost? Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ja, Aufstieg, Stufe 3, olé! Hä? Und jetzt gleich instant hier Stufe 2 übersprungen oder was? So, drücke Touchpad, um Fertigkeiten freizuschalten. Genau, das ist jetzt wirklich groß. Ja, auch oben, neue Follower. Tja, okay, anscheinend aber doch nicht. Weil gerade eben hier, YouTube hat mir hier jetzt den schönen hier Urheberrechtsverwarnung reingeschmissen. Okay. Naja, dann höre ich halt an dieser Stelle nochmal auf. Was soll's, ne? Wurst. So ein bisschen hat man es ja gesehen. Und ja, ich sag mal hier, bis demnächst, beziehungsweise nachher, dann geht's hier wieder los hier mit Rainbow Six Siege. Und ja, wünsche ich was, ne? Bis gleich dann. Oder ja, wie auch immer. So in circa 10 Minuten bin ich dann wieder online und wünsche ich was, ne? Bis gleich. Servus und tschüss.